Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games auf dieser Welt und heute ist dran Ninja Gaiden. Wer nichts versäumen will, der abonniert. Jede Menge NES-Games gibt's da. Und wir schauen uns gleich mal hier die tollen Cutscenes von Ninja Gaiden an. Richtig fein animiert hier für NES-Verhältnisse, der Wahnsinn. Der Wahnsinn, Leute. Ja, ich möchte schauen, wie weit schaffe ich es innerhalb von 10 Minuten. Es wird wahrscheinlich nicht allzu weit sein, weil es ist verdammt schwer. Es ist bekannt dafür, dass es ein richtig, richtig schweres Game ist. Ja, aber bevor wir loslegen, schauen wir uns vielleicht noch das Commercial dazu an. Da gibt es nämlich ein tolles Video dazu. Mats ab! Like a ghost in the moonlight, the ninja warrior stalks his prey. Unseen, unheard, ja, kommt schon der Ninja. And unnoticed. Der Haustier-Ninja. Mission accomplished. Und damit der NES-Kassette. The final battle begins. Ninja Gaiden. Gleich kommt's. Jawohl, so werden NES-Kassetten eingelegt, Leute. So wird das gemacht. Ja, ist doch ein cooles Video. Gut, ich starte hier meinen Timer. 10 Minuten Ninja Gaiden. Mal schauen, wie weit ich komme. Ein bisschen geübt habe ich schon, damit ich nicht ganz ablose. Aber durchspielen werde ich es wohl in 10 Minuten nicht. Gut, die Steuerung ist ein bisschen hackig. Also die hackt ganz schön. Wir können hier links laufen, rechts laufen. Wir können uns ducken. Und wir können hier solche komischen Hunde fertig machen. Da dieser Spiel, allein dieser Sprung ist schon richtig schwierig und kacke. Ja, ich habe kacke gesagt. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich glaube, ich muss dieses Zeug hier einsammeln, weil ich brauche jede Menge Wurfsterne. Ohne Wurfsterne komme ich hier nicht weit. Und das Gute ist in dem Game, es gibt mir doch immer wieder kurz Zeit zum Abspeichern hier. Ich spiele nämlich mit Safe Games. Ja, ich bin so einer, der spielt NES Games mit Safe Games, ich gebe es zu. Was hat das mir jetzt gebracht, dass ich oben gegangen bin? Ich bin mir nicht so sicher. Wahrscheinlich nichts. So, der wird auch fertig gemacht. Also ich mag ja, wie die Ninjas rennen. Also das finde ich halt immer so, so cool aus. Das mit dem Schwert nach hinten, nach vorgebeugt durchrennen. So, diese Sprünge schauen vielleicht leicht aus bei mir, aber Leute, ich sage euch, wenn ihr das erste Mal dieses Spiel spielt, dann kotzt ihr mit diesen Sprüngen. Ja, die Steuerung ist gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, wenn man sich reinfuchst, ist sie ganz präzise und gut, aber wer schafft das schon, sich da reinzufuchsen? So, gut, ich speichere mich mal hier kurz ab und schau, ob ich den hier fertig machen kann. Hier kommt nämlich gleich der Endboss, der erste Endboss, eine Barschlägerei, und wir fetzen den einfach mit den Ninja-Sternen ab, volle Kanne draufhalten, was da ist, und hoffen, dass das reicht. Ja, es hat fast gereicht. Ein Schlag war dann doch noch mit dem Schwert notwendig. Gut. Level 1 geschafft, und da kommt jetzt natürlich schon eine coole Videosequenz. Eieieiei. Story ohne Ende hier. Schön. Aber eigentlich möchte ich lieber das Spiel spielen. Gut, kurz abgespeichert. Weiter geht's. Mal schauen, wie weit ich komme. Wie lang spiele ich denn schon? Na, 7 Minuten habe ich noch. Mal schauen, wie weit ich da komme. Ich weiß, es kommt ein relativ schwerer Sprung. Mein Anspielen habe ich bis zu diesem schweren Sprung gespielt. Mal schauen, ob ich den noch schaffe. Okay, darf ich da runtersteigen? Nö. Gut. War mir nicht sicher, ob das ein Boden ist oder nicht. Okay. Das hier einsammeln. Den wegbrezeln. Einsammeln, wegbrezeln, einsammeln, wegbrezeln. Na komm, jetzt springt es zum Beispiel nicht. Man weiß nicht genau wieso. Manchmal so richtig kacke springt. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich wollte jetzt.
Ach, das ist doch ein Dreck. Aha. Okay. Auf das muss man halt einmal kommen. Okay, da bin ich tot, wenn ich da runterspringe. Interessant. Ja. Ihr seht, das ist alles nicht ganz so klar und einfach. Und weiter habe ich es noch nie gespielt, deswegen hier mein leichtes Stocken, damit ich damit gerechnet, dass ich so schnell so weit komme. Das Üben hat anscheinend doch gebracht. Geh weg, du blödes Tier. Ich mag dich nicht. Geh weg. Nicht einfach spielen. So. Und darauf und noch weiter rauf. Ah, ich kann da klettern. Oh mei, das hätten wir mal früher wer sagen können, dass man da klettern kann. Mr. Baseballschläger wird weggebrezelt. Er kommt denn zu einem Messerkampf mit einem Baseballschläger? Nicht die besten Aussichten, oder? Ah! Diese Steuerung. Ai. Gut, weiter geht's. Ich kurz auf die Uhr. Fünf Minuten noch. Mal schauen. Ihr könnt ja auch mit der Challenge mitmachen und schauen, wie weit ihr kommt in den 5 Minuten. Mit Safe Games natürlich. Ah! Der kickt mich weg. Gut, nochmal. Ihr könnt ja schauen, wie weit ihr kommt mit Safe Games oder auch ohne. Wieso? Okay. Hat sich so verabschiedet. Auch ist mir auch recht. Okay. Der haut mich da zusammen. Das ist nicht gut. Geh weg. So. Mr. Boxer. Ah, Mr. Boxer fliegt eh runter. Gut. Man muss Mr. Boxer nur höflich darum bitten, sich selbst umzubringen. Dann geht's auch. Es ist ganz nett, dass man immer auch Zeit hat. Also bei vielen Games kommen ja instant Gegner ohne Ende. Und das ist hier nicht der Fall. Das finde ich ziemlich gut. Weil das nervt mich dann immer mega. Das schaut nach einem richtig schweren Sprung aus. Ja, geschafft. Weiter rauf. Und wie kommen wir da jetzt? Aha. Nein, das geht so. So, na. Ja, und jetzt? Ah, darüber. Und rauf. Richtig gutes Spiel, muss man schon sagen. Also, es ist halt richtig schwer, aber es macht schon Spaß. Es macht Spaß. Ein Hündchen, ah! Messer! Oh nein! Oh, wieso? So. Wieder ein Hündchen gefressen. Ja, Ninjas heißen essen Hühnchen. Die ganzen Tage essen die Hühnchen, weiß man doch. Wenn ihr ein schön starker Ninja werden wollt, müsst ihr immer schön eure Hühnchen aufessen. Ich habe irgendwie wenig Leben, glaube ich. Arrgs! Geht nochmal, das geht noch. Ein bisschen weiter schaffe ich es noch. Ich schaffe es noch. Den Sprung schaffe ich noch. Ninja-Stern aufsammeln. Bringt das? Keinen Plan. Warum hüpft er so kacke? Was war da jetzt? War die Zeit aus oder was? Okay. War die Zeit aus? Geh, du blödes Tier, was da am Boden rumgerät. Manchmal, es tut mir leid, aber manchmal wundere ich mich selbst ein bisschen über meine Ausdrücke. Aber das kommt einfach beim Spielen von Herzen. Die Schimpfwörter kommen von Herzen. Was ist denn das für ein Untoter? Ey, der kann ja schießen. Ach, wieso? What? Ah, okay, nochmal. Nochmal. Ah, ich mach den einfach so platt. Nein, ich habe keine Wurfstern, ich trottel. So, schießen. Aha, okay. Ui, das ist ein grüner Ninja. Die sind schnell. Der respawnt und macht mich fertig. Also diese Ninja-Sterne schon ein bisschen verdächtig aus manchmal. So. Ah, gutes Timing gehabt. Ah, diese Grünen, es ist unmöglich. Wieso sind sie so verdammt schnell, verdammt? Verdammt. Ah, ja. Es ist... Richtig hartes Game. Komm, was? Nein, geh weg. Du sollst doch nicht klettern. Du sollst hüpfen, hüpf da rauf, Mann. Keine Zeit für sowas. Und jetzt? Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt runter oder?
Ich glaube, das war nicht gut. Nö, das war nicht gut. Ich muss mich da anhalten und dann runterklettern. Okay. So geht das. Noch eine Minute. Ich gebe Vollgas. Haut mir in die Kommentare, wie weit ihr gekommen seid. Nein. Der kommt nun endlich wieder. Verdammt. Ich muss da schnell durch. Das muss man schnell machen. Und ich habe mich gerade abgespeichert. Ich träume. Wo habe ich ihn zuletzt gespeichert? Geh da. Okay. Mal schauen, wie weit ich es noch schaffe. Gas geben, Junge. Ja. Da muss man durchrushen. Da hilft nur rushen. Einfach fett durchrushen. Ja, fett durchrushen ist das Rätsels Lösung. Rauf. Ach komm, hilf doch du, Ninja. Geht schon. Next. Fledermaus fertig machen. Also wenn man das schnell spielt, macht schon... es macht extrem Spaß. Das macht keinen Spaß. Auf die Schnauze kriegen. Wieso denn? Leute. Args. Okay. Das war's. Der Wecker sagt, meine Zeit ist abgelaufen. Das waren 10 Minuten Ninja Gaiden am NES. Hat mich gefreut. Ich verlinke euch gleich das nächste coole NES-Game, damit ihr gleich weiterschauen könnt. Danke fürs Zuschauen. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.